Guten Morgen. Heute beginnen die Herbstferien. Viele haben sich schon auf den Weg gemacht, um ein paar Tage Urlaub zu machen. Ich habe es vor kurzem erfahren, dass die Herbstferien aus den sogenannten Kartoffelferien hervorgehen, weil damals die Kinder, die Bauernkinder, von der Schule, von der Schulpflicht befreit wurden und auf den Hof der Familie bei der Kartoffelernte zu helfen. Wir haben auch in unseren Gemeinden vor einer Woche das sogenannte Erntedankfest gefeiert. Okay, dieses Jahr bei uns war nicht so, weil wir genau an diesem Wochenende die Erstkommunionfeier und die Firmung und so weiter gefeiert haben. Aber sonst hat man in jeder Gemeinde hier in Deutschland dieses Fest gefeiert, das Erntedankfest. Und im Zentrum dieses Festes steht das Wort Dank. Danke. Wir wollen Gott für alles danken, ne, womit er in unserem Leben beschenkt. Und ich denke, das ist eine gute Haltung, Einstellung im Leben, dankbar zu sein, ne? Sich dessen bewusst zu werden, dass wir alles, ne, so wie der Apostel Paulus an die Korinther schreibt, alles, ne, empfangen haben. Weil sich dessen bewusst zu werden, dass das Leben ein Geschenk ist, alles, was wir in unserem Leben bekommen, auch was vielleicht uns nicht unbedingt immer gefällt, ein Geschenk Gottes ist. Das macht uns freudig und glücklich, dankbar zu sein. Ne? Und nicht vielleicht im Gegenteil diesen Anspruch zu haben, mehr empfangen zu wollen, mehr haben zu wollen, immer mehr, ne? Und nicht zufrieden und dankbar zu sein mit dem, was uns Gott in unserem Leben schenkt. Angefangen, dankbar zu sein für das Leben, aber für alles, wie gesagt, was Gott uns in unserem Leben schenkt. Ich wünsche mir und Ihnen alle, dass Gott uns diese Woche, ne, diese Dankbarkeit im Herzen erfahren lässt. Dankbar zu sein, nicht nur für die Kartoffeln, sondern für das Leben, für unsere Familien, für unsere Gemeinde, für alles, wie gesagt, womit Gott uns beschenkt. Gottes Segen für diese Woche und bis bald.